So, ich habe ja noch gar nicht diese süße Schäfchenpost gezeigt, die mich aus Aachen in Deutschland erreicht hat. Die war auch angekündigt. Ich werde mal da schauen, ob ich da schnipseln darf. Die ist nämlich zu meinem Geburtstag angekommen. Ich weiß, der ist schon wieder eine Woche her. Ich habe ja noch etwas, was ich filmen muss von meinem Geburtstag. Liebe Elisabeth, hier nun wie versprochen, was mit Gatze? Ich hoffe, es gefällt dir. Also Gatze, das ist so ein Ausdruck für Katze, der sich in den Standardforen in Österreich eingebürgert hat. Auf diesem Weg also nochmal ein ganz doltiges Danke für all deine Mühe mit den Videos und was da alles noch mit dranhängt. Liebe Grüße auch an Lucy, ein Schäfchen namens Michi Setzler. Die schaut, eine Verwandte von der Lucy. Ein warmes Zuhause ist zur Winterzeit wie Balsam für Herz und Seele und für kalte Pfötchen. Oh, wie süß. So, und ich. Also die Michi bastelt. Ist das süß, Gott im Himmel. Die Michi bastelt mit UV-Harz. Wenn ich mir das richtig gemerkt habe, das sind kleine Kunstwerke. Ist das süß. So, warte, ich muss da mal auf die Seite räumen, damit man da überhaupt sieht. Sieht man das da überhaupt? Mein Gott. Zwei Tatzen. Ein Stern in einem durchsichtigen. Das sind ja wunderschöne Kunstwerke. Toll. Ist das hübsch. Sehr schön. Liebe Michi, große Freude natürlich. Und da ist noch eine süße Katzenpfote. Entzückend. Danke, liebe Michi, du hast mir eine riesige Freude gemacht. Das ist wirklich ein wunderschönes. Ich werde mir das gleich umhängen. Toll. Ja, sieht natürlich von beiden Seiten gleich toll aus. Und die schwarze Katze, sieht man das? Die hat auch ein Herzchen drinnen. Das muss ich dann auch noch einmal fotografieren. Aha. Toll. Toll. Tolles Kunstwerk. Liebe Michi, große Freude. Vielen lieben Dank nach Aachen.